Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Herr Landeshauptmann Holzhaus, liebe Österreicher. Herr Landeshauptmann, zu Beginn meiner Rede darf ich Ihnen wirklich... Also, ich glaube schon, dass ich Männer und Frauen gleichermaßen wertschätze, ja, und das nicht unbedingt hier an Redezeit am Rednerpult verbrauchen muss. Ja, Herr Landeshauptmann, zu Beginn meiner Rede darf ich Ihnen wirklich alles erdenklich Gute für Ihre Vorsitzführung wünschen. Und ich freue mich als Steirer wirklich, ja, dass wir durch diese Vorsitzführung uns bundespolitisch oder auf Bundesebene zumindest nicht komplett von der Bildfläche abgemeldet haben. Seit dem Google-Übersetzer-Skandal der ehemaligen Arbeitsministerin ist die Steiermark oder ist es der ÖVP-Steiermark ja nicht gelungen, eine steirische Kandidatin oder einen steirischen Kandidaten nachzunominieren als Ersatz für unsere ehemalige Arbeitsministerin. Ich sage, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es auch daran, dass die ÖVP Steiermark in der Vergangenheit recht viel dafür getan hat, die Akademikerquote zu heben, aber bereits mehr als einmal bitterböse damit gescheitert ist. Und ja, Herr Landeshauptmann, Sie haben die Vorsitzführung in einer wirklich sehr, sehr schwierigen Zeit übernommen. In einer Zeit der Corona-Pandemie, eine Krise, wie sie viele von uns sicher noch nicht erlebt haben. Aber die größten Auswirkungen dieser Krise ist nicht das Coronavirus selbst. Die größten Auswirkungen sind diese völlig überzogenen Maßnahmen einer schwarz-grünen Bundesregierung. Und ja, Herr Landeshauptmann, da kommen auch Sie wieder ins Spiel. Und als Landesvater hätte ich mir schon erwartet, dass Sie sich auf die Seite der Steirer stellen und sich nicht zu einer Sprechpuppe für diesen Bundeskanzler hergeben. In einem ORF-Steiermark-Interview haben Sie sich offen für einen Impfzwang ausgesprochen, für eine Erweiterung der Maskenpflicht ausgesprochen. Sie haben wörtlich in diesem Dezember-Interview gesagt, ich wäre für eine Impfpflicht im nächsten Jahr. Und dann haben Sie, und das ist an Ungeheuerlichkeit ja kaum zu überbieten, dann haben Sie gesagt, manche muss man zu Ihrem Glück zwingen. Na, Herr Landeshauptmann, also für mich ist das eine ungeheuerliche Grenzüberschreitung, was Sie hier an den Tag gelegt haben. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das wirklich Ihre Gedanken sind. Diese Überheblichkeit, diese Drangsalierung unserer Bevölkerung, das klingt so ganz und gar nicht nach Ihnen, Herr Landeshauptmann. Und wenn das der Weg der neuen türkisen ÖVP ist, na dann hoffe ich doch sehr, dass der mündige Bürger diesen Weg sehr, sehr schnell beenden wird. Ich sage, ich verstehe es ja wirklich noch. Bei den Bundesmandataren hier im Hohen Haus, ich verstehe es zum Teil auch noch bei den Grünen, dass sie unseren Sonnenkönig anbeten. Ich verstehe es aber nicht mehr bei einem Landeshauptmann in der Steiermark, denn hier ist die Abhängigkeit zum Bundeskanzler ja wirklich nicht gegeben. Vor allem dann nicht gegeben, wenn die Periode noch rund 4 Jahre dauert. Und Herr Landeshauptmann, ich weiß es nicht, Sie werden es wahrscheinlich wissen, ich gehe davon aus, dass diese Periode noch länger dauert, wie Sie tatsächlich selbst noch im Amt bleiben wollen. Und deswegen kann ich es nicht verstehen, warum Sie als Landeshauptmann hier einen Testballon für den Bundeskanzler steigen lassen, dass Sie sich für so etwas hergeben und ich sage, wirklich zu einer Sprechpuppe für unseren Bundeskanzler mutieren. Das ist letztklassig und Sie haben absolut keinen Grund dazu, Herr Landeshauptmann. Sie sprechen in der Steiermark ständig von einer schwarz-roten Zukunftskoalition. Und als Steirer darf ich Ihnen sagen, ich bin wirklich stolzer Steirer. Ich bin aber nicht stolzer Steirer aufgrund dieser Landespolitik, sondern trotz dieser Landespolitik. Seit vielen Jahren
ist auch diese Koalition in der Steiermark nicht von Fortschritt geprägt, sondern vielmehr von Stillstand und Rückschritt. Deswegen wäre Stillstandskoalition wahrscheinlich das bessere Wort wie unsere Zukunftskoalition. Gerade in dieser Corona-Krise haben wir schon gesehen, wie wichtig eine breit aufgestellte und gut ausgebaute Gesundheitsversorgung ist. Und trotzdem halten Sie als Landeshauptmann, als Landesvater an unserer steirischen Spitalsreform weiter fest. Sie bauen Spitalsbetten weiter ab, anstatt neue Spitalsbetten zu schaffen. Sie schließen Abteilungen und Stationen. Sie schließen ganze Krankenhäuser, anstatt Krankenhäuser zu bauen. Und ich sage, kommen Sie mir jetzt bitte nicht mit dem Leitspital Lietzen, denn dieses Leitspital Lietzen, dieses ÖVP-Prestigeprojekt, das ist keine Qualitätsverbesserung, sondern vielmehr eine Totgeburt, Herr Landeshauptmann. Und ich sage, diese unüberlegte Spitalsreform gefährdet ja wirklich seit vielen, vielen Jahren die Gesundheitsversorgung in der Steiermark. Und da gibt es viele Namen. Christina Edlinger-Bloder hat mit diesem Irrweg begonnen. Dann ist Christopher Drechsler gekommen, der diesen ÖVP-Irrweg weitergegangen ist. Und jetzt sind wir bei Juliane Bogner-Strauß angekommen. Na, es ist aber auch keine Verbesserung erkennbar. Und es sind nicht die Landesräte, sondern es ist der Weg dieser ÖVP in der Steiermark, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich kann Ihnen das auch anhand eines wirklich realen Beispiels sagen. Meine Tochter ist 2011 in Volzberg im Landeskrankenhaus auf die Welt gekommen. 2 Jahre später ist mein Sohn auf die Welt gekommen, allerdings nicht mehr im Landeskrankenhaus Volzberg, denn da wurde inzwischen die Geburtenstation geschlossen. Das Partnerspital ist Deutschlandsberg, dort ist mein Sohn aber auch nicht auf die Welt gekommen, er ist im Rettungsauto zur Welt gekommen. Ja? Die einzigen Nachwirkungen oder die einzige Auswirkung, die wir heute noch haben, ist die Geburtsurkunde, wo heute Radlpassstraße drinnen steht und nicht LKH Volzberg oder LKH Deutschlandsberg. Es hätte aber auch anders ausgehen können. Wir sind ja wirklich froh, dass wir eine Geburtsurkunde bekommen haben, aber es wird nicht ausbleiben und da wird der eine oder andere einen Totenschein mit nach Hause nehmen. Und dafür tragt diese schwarze Landesregierung die Verantwortung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich sage, gerade in diesem Bereich sind Einsparungen wirklich nicht notwendig. Es kann nicht sein, ja, dass Mütter unmittelbar vor der Entbindung, alleine über mehr als eine Stunde im Rettungsauto, ohne Arzt, ohne dem notwendigen Gerät, von A nach B kutschiert werden, ohne dass irgendwer bei Komplikationen helfen könnte. Wenn es hier nur zur kleinsten Komplikation kommt, ja, na dann wird das für den einen oder anderen wirklich tragisch enden. Und das wollen wir nicht und das ist keine Qualitätsverbesserung. Das ist kein Rückschritt um Jahre, das ist ein Rückschritt um Jahrzehnte, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ja, auch die letzte Landtagssitzung in der Steiermark hat wieder gezeigt, wie wenig diese Schwarz-Rot-Zukunftspartnerschaft sich um die wirklichen Probleme und Sorgen der Eltern von schulpflichtigen Kindern kümmert. Das Ferienvorverlegungschaos, was wir jetzt in der Steiermark haben, das sucht ja wirklich seinesgleichen. Das ist wieder einmal ein abgehobenes Drüberfahren, wie wir es bereits aus der Vergangenheit kennen, wo die arbeitende Bevölkerung, die arbeitenden Leute bei uns in der Steiermark nicht mehr wissen, wie sie die Ferienbetreuung sicherstellen sollen. Auch beim Tierschutz haben sie wieder einmal gezeigt, dass das Herz für Tiere nicht ganz so groß ist wie vielleicht in anderen Bundesländern. Da könnte man auch über den Tellerrand hinausschauen, sich ein Beispiel an Salzburg nehmen. Die haben diesen Tierschutzantrag bereits zugestimmt und nicht abgelehnt, so wie es bei uns in der Steiermark der Fall ist. Und ich sage, es gäbe noch viele, viele weitere Dinge, die man hier ansprechen könnte. Die Zusammenlegung der Tourismusverbände, die viel zu weit geht. Das steirische Mindestsicherungsmodell, dieses Eldorado, sage ich mal, für Leute, die kein Deutsch können, für Asylwerber, die kein Deutsch können, keine Berufsausbildung haben, auch da haben wir wirklich Reformbedarf, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich erinnere mich noch an das Jahr
2015. Das Jahr 2015, ich muss ein paar Jahre zurückgehen, wo uns diese ÖVP als Rattenfänger bezeichnet hat, wo diese ÖVP Menschenketten in der Herrengasse gebildet hat, Lichter angezündet hat für die Menschlichkeit. Und zwei Monate später sind Sie, Herr Landeshauptmann, am Kreisverkehr in Spielfeld gestanden und haben am Abend im Interview gesagt, wir haben die Knie gezittert. Ja, Herr Landeshauptmann, ich bin jeden Tag an diesem Grenzübergang gestanden. Ich habe jeden Tag diese Durchbrüche, diese Menschenmassen, diese wild gewordene Masse. Und ich glaube, so kann man es bezeichnen. Und das ist auch der richtige Begriff dafür. Und ich bin seit September an diesem Grenzübergang gestanden. Wir haben die Knie nicht gezittert. Das war mein Beruf. Ja, ich habe jeden Tag dieses Eindringen in unser Hoheitsgebiet miterleben müssen. Und ich kann es nicht verstehen, warum zu diesem Zeitpunkt nicht die Landespolitik auf uns Freiheitliche gehört hat. Ich glaube, wir haben das schon weit, weit vorausgesagt. Aber das war der Zeitpunkt, wo wir als Rattenfänger bezeichnet worden sind. Auch die Gemeindestrukturreform, Sie haben es ja vorher als positiv erwähnt und als großen Schritt der Zukunftspartnerschaft erwähnt. Ich glaube, im Jahr 2019 war es, wo die Anfrage ergeben hat, dass dieses Modell heute teurer kommt, als es davor, vor 2015 noch gekommen ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Abschließend, Herr Landeshauptmann, wünsche ich Ihnen für die Zeit der Vorsitzführung wirklich alles erdenklich Gute. Geben Sie sich bitte nicht dafür her, Testballons für diesen Bundeskanzler steigen zu lassen. Das haben Sie nicht notwendig. Repräsentieren Sie die Steiermark, so wie Sie es die Steirer auch wirklich verdient haben. Wir haben ein wunderschönes Bundesland, aus meiner Sicht das schönste Bundesland, und ich liebe unsere Steiermark. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und uns allen wünsche ich einen raschen Kurswechsel der ÖVP. Glück auf! Markus Leinfellner war das von der FPÖ Steiermark. Überzogen seien die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung, sagt er, und zur Steiermark die laufenden Spitalsreformen im Land gefährde die Gesundheit der Steirerinnen und Steirer.